Beim ersten Google Hangout des FC Bayern München. Wir freuen uns, euch heute hier aus der Telekom-Loge in der Allianz Arena begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Lorenz Behringer und zusammen mit Felix Lösner und unseren Kollegen haben wir gerade jetzt live vom Spielfeldrand berichtet auf unseren ganzen Social-Media-Plattformen, Facebook, Twitter, MyFCB und natürlich hier auch auf Google+. 4:0 Sieg gegen Schalke, ein super, super Spiel heute, ein super Fußballtag. Heute kommt gleich Stefan Lehmann, unser Stadionsprecher, zu uns und ihr habt heute die Möglichkeit, hier ihm Fragen zu stellen. Wir möchten heute einfach die Zeit nutzen und mit euch über dieses Spiel diskutieren. Ihr habt ja schon einige Fragen gepostet, getweetet auf Twitter mit dem Hashtag FragLehm, auf Google+, im YouTube-Kanal und wir freuen uns einfach auf weitere Fragen und ich glaube, da hinten. Ja, da kommt er schon. Ich glaube, der Lehmann kommt. Stefan Lehmann, gehen wir aus dem Bild raus, dann haben wir nämlich genug Platz hier. Super, Stefan Lehmann war gerade noch bei Thomas Müller, da ist er jetzt schon. Stefan, auch. Hallo. Grüß dich. Hi, grüße euch alle miteinander. Spannend, Mensch, unser erster Hangout. Cool, klappt alles. Genau. Ja, läuft super, sind schon viele Leute da. Du warst ja gerade jetzt noch mit Thomas Müller unterwegs davor am Spielfeld dran. Du sitzt ja immer direkt neben der Trainerbank. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, ich habe das Spiel heute so erlebt, wie, glaube ich, jeder von euch. Als Bayern-Fan hat man in diesen Tagen nur Grund zum Jubeln. Es war schon beeindruckend. Also auch die Dominanz, mit der der FC Bayern München spielt und allein wieder die Tatsache, wieder mal zu Null und insgesamt nur 7 Gegentore in dieser Saison. Ein einziges, glaube ich, auswärts und das war in Nürnberg, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist schon ein FC Bayern München in dieser Saison, wie man ihn sich eigentlich nur wünschen kann. Und ich genieße das natürlich auch. Ja, super. Gehen wir vielleicht jetzt schon auf die erste Frage ein. Hier von Raphael Bechtel. Er fragt nach der Leistung von Arjen Robben. Wie hast du die Leistung von Arjen heute eingeschätzt? Sehr stark. Arjen, auch wenn er heute mal Raphael kein Tor geschossen hat, aber ich glaube, man hat gesehen, wie mannschaftsdienlich Arjen Robben auch heute gespielt hat, wie er sich bemüht, wirklich Teil der Mannschaft zu sein. Man hat ihm ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch immer vorgeworfen, er wäre zu individuell oder zu wenig mannschaftsdienlich. Der Meinung war ich nie. Aber heute hat er, glaube ich, auch wieder gezeigt, auch wenn er kein Tor geschossen hat, wie wichtig er für die Mannschaft sein kann, wenn er fit ist. Ich fand es auch, wenn ich das sagen darf, eine ganz hervorragende Entscheidung von unserem Trainer Jupp Heynckes, zu sagen, dass Arjen Robben heute von Beginn an spielt, ein Mario Gomez von Beginn an spielt, um eben diesen Spielern einfach auch ganz klar das Gefühl zu geben, es gibt bei uns keine Bank, ihr gehört alle dazu, wir brauchen euch alle, gerade jetzt in den entscheidenden Wochen, die jetzt anstehen. Und das hat er natürlich heute bewirkt, bei Arjen, bei Mario. Und der Erfolg gibt ihm letztendlich recht. Super. Stefan Reifenrath hat zum Beispiel geschrieben, dass Thomas Müller hat am Mittwoch ja fantastisch gespielt in der, in der Nationalmannschaft. Und wie hast du ihn vorher erlebt, Thomas? Also ich war gerade eben, das darf ich euch sagen, liebe Google-Plusser, darf ich das so sagen? Ja, klar. Liebe Googler. Ja, ich habe daheim noch ein paar Mozart-Googeln. Hat das was damit zu tun? Nein, wurscht. Ich mache nach jedem Spiel, nach jedem Heimspiel, eben nachdem die Spieler geduscht sind und so, machen wir immer noch 1-2 Interviews für Gäste hier, der Telekom, Audi, unsere großen Partner. Und das ist immer unterschiedlich, mal mit jeweils einem wechselnden Spieler. Heute war ich gerade eben mit Thomas Müller unterwegs bei Audi und der Thomas hat einen, obwohl er nicht gespielt hat, einen unglaublich lockeren Eindruck gemacht. Er war total zufrieden, glücklich auch mit diesem Sieg. Und es liegt einfach daran, dass ein Thomas Müller genau weiß, auch wenn er heute mal nicht gespielt hat, das hat nichts damit zu tun, dass ihn der Trainer auf die Bank verbannt. Das ist alles Blödsinn. Thomas hat deswegen nicht gespielt, weil er ein anstrengendes Länderspiel hinter sich hatte gegen Frankreich. Und Ende aus, Punkt, weil die anderen auch mal ran wollen. Jetzt kommt noch eine Frage vom Hans. Die geht an dich persönlich.
Du sprichst schon seit vielen, vielen Jahren immer jedes Wochenende live im Stadion. Ja. Und Hans fragt, wie es sich anfühlt, vor 70.000 Menschen immer sprechen zu dürfen. Lieber Hans, die Frage kriege ich oft gestellt. Ich kann es dir ganz ehrlich sagen, natürlich kommt da im Laufe der Jahre eine gewisse Routine. Ich meine, ich mache ja meinen Beruf, ich bin ja Radiomoderator, habe schon viel Fernsehen gemacht. Da lernt man natürlich auch mit diesem Metier umzugehen. Als ich angefangen habe, das zu machen für den FC Bayern 1996, da ging mir der Arsch auf Grundeis. Ja? Darf man das so deutlich sagen? Da ging mir so die Düse. Du. Im August 96 gegen VfL Bochum, werde ich nie vergessen, damals auch erstes Spiel von Giovanni Trapattoni. Und man bekommt eine Routine. Ich mache das gern. Ich denke da gar nicht daran, dass da jetzt 71.000 Menschen sind, sondern ich spreche eigentlich dann zu jedem, so wie jetzt zu dir, Hans, auch über diesen Weg, eigentlich 1:1. Also so formuliere ich auch meine Sätze im Kopf und so mache ich das auch. Ja. Dann daran anschließend noch der Stefan Niemeyer fragt an, was du das ganze Spiel über machst. Also wie ist dein Ablauf beim Spieltag? Also Stefan, das ganze Spiel über liege ich mit 10 nackten Mädels in einem Whirlpool in den Katakomben des Stadions, trinke Champagner und... Nein, der Stefan. Das ist eine gute Frage. Stefan, es ist... Passieren hätte ich mich auch können heute, wenn wir schon gut über Bus gehen. Nein, Stefan, das ist eine gute Frage. Du hörst mich natürlich dann auch nur in der Sekunde, wo ein Tor fällt oder wo es eine Auswechslung zu verkünden gibt. Tatsache ist, ich sitze ungefähr 2 Meter neben Jupp Heynckes, neben der Bank unserer Mannschaft, da wo die Klappe aufgeht. Und ich bin so ein bisschen das Verbindungsglied zwischen dem, was auf den Anzeigetafeln passiert und dem, was auf dem Rasen stattfindet. Das heißt, wenn der Schiedsrichter sagt, wir lassen 3 Minuten nachspielen, dann ist es meine Aufgabe, möglichst schnell der Stadionregie zu sagen, 3 Minuten Nachspielzeit, ich sage die Auswechslungen rechtzeitig und, und. Also ich bin schon da immer in einem Dialog, damit der Service für jeden im Stadion wirklich gewährleistet ist. Aber meine Hauptarbeit jetzt in Anführungszeichen, ich möchte es gar nicht so als Arbeit bezeichnen, weil ich mache das ja gerne, ist ja auch eine einfach auch mein Leben. Ich stehe ja schon seit weiß nicht wie vielen Jahren eben eigentlich in der Südkurve. Also es ist keine wirkliche Arbeit, obwohl es manchmal sehr anstrengend ist. Aber meine eigentliche Arbeit in Anführungszeichen ist vor dem Spiel. Diese 2 Stunden FCB-TV, dieses Programm, was wir machen für alle im Stadion, um eben die Wartezeit etwas zu verkürzen, da muss ich mich manchmal schon konzentrieren, dass das auch gut rüberkommt. Fragen wir mal an Felix, wie läuft's auf Twitter? Auf Twitter habt ihr auch die Möglichkeit, hier Fragen zu stellen. Felix ist dort auf dem Kanal und ja, schaut, was... Auf Twitter gibt es dann auch einige Fragen und auch vor allem persönliche Fragen an dich, Stefan. Oh! Und zum Beispiel die Frage, welche Spielernamen rufst du am liebsten? Ja! Das ist nett. Das kann ich jetzt so nett beantworten. Da gibt es keinen Favoriten. Ich habe schon, wie gesagt, seit 96 mache ich das. Ich habe schon viele Spieler kommen und gehen sehen. Es ist natürlich gibt es, naja, sagen wir es mal andersrum. Ich war ja auch FIFA-WM-Sprecher damals, 2006, beim Sommermärchen in Deutschland. Da habe ich ja alle Spiele in der Allianz Arena moderiert, zweisprachig, durch Englisch und so, war eben für die FIFA quasi da vor Ort. Und da gab es ein Spiel, Saudi-Arabien gegen Tunesien. Es ist Adel Arbi. Da habe ich mir fast die Zunge gebrochen. Das kann ich mich wirklich erinnern. Das war wirklich, wenn da so ein Doppelwechsel war, da. Ich will nicht mehr drüber reden. Aber was die Bayern-Spieler angeht, ist mir das eigentlich egal. Hauptsache, sie schießen ein Tor. Nochmal. Sorry, also Mario, keine richtige Antwort von Stefan. Aber noch eine weitere persönliche Frage vom Kevin. Ja, entschuldige, fragt er mich einfach nach meinem Lieblingsspieler vielleicht? Oder so. Nee, ob du da einen speziellen Spielernamen hast oder da gerne... Ja, man kann, ganz kurz, also speziell, natürlich bei Ribéry freue ich mich immer deswegen, weil den Nachnamen sagt ja immer ihr im Stadion, ja, in der Kurve oder im Ober-Unter-Mittelrang. Ich freue mich allerdings immer, wenn Ribéry ein Tor schießt, weil da kann man dann dieses R so schön rollen. Also Franck. Ja? Und dann kommt Ribéry zurück. Das ist gut.
Noch eine weitere persönliche Frage von Kevin. Du hast schon angefangen, wann du begonnen hast beim FC Bayern, aber er fragt generell, wie bist du zu dem Beruf gekommen, Stadionsprecher des FC Bayern München zu werden? Das ist nett. Es gibt den Beruf des Stadionsprechers. Wie war der Name von Kevin? Kevin, hi. Schön, dass du dabei bist, hier bei unserem ersten Hangout. Kevin, den Beruf des Stadionsprechers gibt es eigentlich nicht wirklich. Also ich wüsste jetzt nicht, dass jemand hauptberuflich Stadionsprecher ist. Sehr oft ist das so, dass Menschen, die so wie ich im Radio arbeiten oder bei Fernsehsendern, dass die dann eben aufgrund ihrer Liebe zu einem Verein, aus der sie keinen Hehl machen, diesen Job angeboten bekommen. Und so war es auch in meinem Falle. Ich war Mitte der 90er Jahre, glaube ich, ganz gut unterwegs, habe die Morningshow gemacht hier in Bayern bei einem landesweiten Radiosender. Und als der Uli Hoeneß, unser jetziger Präsident, eben irgendwann mal gehört hat, dass ich so Bayern-Fan bin und seit 20 Jahren schon im Stadion, ich bin ja Mitglied Nummer 2112, glaube ich, Respekt. Mittlerweile, das hat ihm wohl imponiert und dann hat er mich halt einfach mal gefragt, könnten Sie sich das vorstellen, Stefan? Und ich habe erst gedacht, der verarscht mich, ja, so unter uns. Ja. Geht's noch ab? Habe ich natürlich gesagt, ja, klar mache ich das. Bin damals allerdings davon ausgegangen, dass es vielleicht so 2-3 Jahre dauert. Ja. Mittlerweile sind es 16. Wahnsinn. Die Zeit ist ein Mörder. Du hast alles erlebt. Vieles, sagen wir es mal so. Hieran anschließend nochmal eine Frage vom Hans, und zwar möchte gerne wissen, was du für einen Kontakt hast zu den Spielern, ob du sie persönlich kennst, wie du die Spieler einfach einschätzt. Hans, ich bin ganz ehrlich, der große, enge, private Kontakt ist nicht da, nur vereinzelt. Das liegt aber auch schlicht und ergreifend daran, dass wir ja alle auch einen Beruf haben, also die Spieler sowieso in ihrem Beruf stecken, ich in meinem. Ich arbeite ja auch beim Bayerischen Rundfunk jetzt im wirklichen Leben, habe dort auch meine Sendung immer nachmittags auf Bayern 1 von 13 bis 17 Uhr, zum Beispiel kommende Woche, könnt ihr mal reinhören. Aber ich habe trotzdem, glaube ich, ein sehr gutes Verhältnis zu allen Spielern. Man trifft sich natürlich im Trainingslager, gibt es mal die Möglichkeit zu plaudern und auf Champions League Reisen, richtig. Also ich kenne meine Pappenheimer schon. Da gibt es natürlich auch, wie bei allen Menschen, den einen magst du ein bisschen mehr oder mit dem kannst du ein bisschen mehr anfangen als mit dem anderen. Aber unterm Strich geht es ja nicht darum, dass ich hier meine privaten Freundschaften pflege, sondern dass ich einfach in meiner Funktion für den FC Bayern Gutes tue, für den Verein und auch für euch. Super. Noch eine abschließende Frage. Felix, was kommt noch von Twitter? Gibt es da noch eine aktuelle Frage? Haben gesagt, Viertelstunde am Anfang, wir können das ausbauen, oder? Liebe Google Pluser zu Hause, ich beantrage jetzt bei dem großartigen Lorenz Behringer, der sich übrigens den Popo aufreißt, ja, für euch auf allen Social Media Plattformen. Mit das macht Freude, echt mit gut, Freude. Mit Freude. Und Felix Lösner und wie sie alle heißen. Ich beantrage eine Verlängerung dieser Sendung um 8,5 Stunden. Ja, das hängt natürlich auch von euch ab. Also schreibt uns gerne, wie es euch gefallen hat, was ihr davon haltet, wenn wir auch vielleicht in der Zukunft weitere Hangouts machen, welche Themen euch interessieren würden. Aber nun noch abschließend Felix Frage. Eine Frage noch vom Steffen Niemeyer. Wann twitterst du dein nächstes Gedicht, Stefan? Oh, Steffen, du bist auch bei uns im Twitter, ja? Du bist einer der Follower. Wie viel haben wir eigentlich mittlerweile? Ist ja der Wahnsinn, ne? Auf welchem Kanal? Auf Plus? Twitter. Auf Twitter sind wir bei über 135. Ja, Wahnsinn. Steffen, ich nehme das jetzt als Aufforderung an. Ich möchte euch ja nicht immer hier mit meinen Gedanken unbedingt so auf die Nerven gehen. Oder darf ich? Dann werde ich demnächst vielleicht sogar zum Heimspiel gegen Wolfsburg oder auch ich melde mich dann von der Champions League Reise nach London zu Beginn der übernächsten Woche, wenn wir dann bei Arsenal spielen. Da werde ich mal ein schönes Gedicht wieder zum Besten geben. Aber du bist schuld, Steffen, gell? Niemeyer heißt. Alle anderen, der Niemeyer ist schuld, gell? Bei dem bitte persönlich beschweren. So, super. Perfektes Abschlusswort. Stefan, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke. Hat viel Spaß gemacht. Vielleicht in der Zukunft nochmal, können wir dich nochmal hier willkommen heißen. Wir verabschieden uns heute. Ich glaube, es war insgesamt ein großartiger Bundesliga-Spieltag, insbesondere für unseren FCB. Ja. Also,
gute Nacht, schlaf gut, wo auch immer ihr uns gerade verfolgt, und dann bis bald. Bis bald, macht's es gut.